Die Besonderheit ist tatsächlich, dass wir dann die, die Mitarbeiter in eine neue Ära schaffen. Was wird denn diese große Halle tatsächlich leisten können? Da geht es ja noch um ein bisschen mehr. Ne? Wir haben den Werksleiter sozusagen heute. Ein toller Moment, oder? Ja, super. Wunderbar. Das ist eine Chance für uns, für der Cottbusstadt, aber auch für unser Werk. Das ist nur, wie gesagt, der Start. In 2 Jahren kommt der größte Halle, wird doppelt so groß, 50 Meter länger und 400 Arbeitsplätze dazu. Wir sehen ja jetzt, wie gesagt, die kleinere Halle mit den 2 Gleisen. Um das mal wirklich greifbar zu machen, was passiert ab jetzt hier täglich? So, täglich haben wir jetzt, wir sind im Schichtenmodell, wir haben 17 Schichten pro Woche. So, für eine kleine Wartung brauchen wir 2 Wochen, für ein ICE fertig zu haben, schlüsselfertig an die Kunden zurückzugeben. Und für die größere Wartung, das sind 3 Wochen, 51 Schichten, inklusive dynamische Fahrt, so die Werkstatt, sogenannte Werkstattfahrt, die von hier Cottbus zu Halle, Leipzig und zurück. Und dann geben wir den Zug zurück in Rümelsburg in Berlin. Wir haben immer das Wort gehört, das ist so das modernste Instandhaltungswerk, was jetzt die Bahn hat. Was macht denn das Werk so modern? So, in der Tat, ich bin so, wie gesagt, fast 30 Jahre in der Bahnindustrie. Und dieses Depot ist ähnliches wie die andere, die ich geleitet habe früher. Die Besonderheit ist, dass wir tatsächlich ein 13 Züge, so 500, 450 Meter lang, alle, die uns gibt die Möglichkeit, auf Augenhöhe in Drehgestell in die Elemente des Zuges zu bearbeiten, ohne den Zug abzukoppeln, und damit gewinnen wir Taktzeit. Im Grunde genommen, früher haben wir 14.000 Stunden gebraucht, hier werden wir ungefähr bei 6 Stunden sein, 6.000 Stunden sein. Dafür können wir in 2 Wochen bis 3 Wochen je nach Wartungstyp schaffen. Und es wird wirklich Tag und Nacht gearbeitet, ist das richtig? So, in der Tat, wir fangen immer Sonntag um 22 Uhr an, die Woche, bis Samstag 14 Uhr. Kurz mal einen Blick auf dann das große Werk, was, wenn es dann komplett sozusagen ist, geworfen. Was wird denn diese große Halle tatsächlich leisten können? Da geht es ja noch um ein bisschen mehr. Ne? So, in der Tat. So, der neue Werk wird uns 3 Gleise, damit dass wir parallel immer mehr Züge. Dafür kriegen wir auch eine Farbstraße. Ihr müsst ungefähr sehen, dass so ein Mittelwert von 6 bis 9 Jahren, wie die, jede Züge wieder gestrichen. Und das werden wir hier leisten. Wir haben so eine Kapazität bis ungefähr 50 Züge pro Jahr, wo wir eben streichen können für die IC4. Aber nicht vergessen, wir werden der IC5, die Nachfolger der nächsten Generation, kommt hier auch dazu. Deswegen die Halle 1 ist auch konzipiert für die nächste Generation, die wir in Zusammenarbeit mit Fernverkehr in Frankfurt, der Neuwahl der Züge. Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei der Wartung von Zügen? Ich glaube, hier gerade beim IC4 ist es ja ein ganz großer Teil, oder? Genau. Digitalisierung gibt uns die Möglichkeit, dass wir tatsächlich alles digital, so jeder Mitarbeiter hat ein Handy oder ein Tablet, wo wir alle Daten, Messdaten und Nachvollziehbarkeit der Daten nachvollziehen können. Es ist einfach im Grunde genommen, dass wir immer sichere Produkte erstellen können und gewährleisten können. Dafür ist dann, wenn ein Zug rausgeht und in der B-Werke oder in Betrieb geht, da müssen wir uns gewährleisten, dass alle Elemente, was wurde gemacht in diese Elemente, in diesem Werkzeug, in diese Drehgestell, in diese Schaltschränke, in der Stromabnehmer und so weiter. Ist das schon so, dass man sozusagen in der Fahrt schon Daten sammelt, um dass die Kollegen hier vor Ort schon vorher wissen, aha, das muss auf jeden Fall gemacht werden? Ja, das ist in sogenannten, früher war der Logbuch des Lokführers. Er hat tatsächlich ein Log mit einem Stift und er musste schreiben. So, heutzutage kann man hier mit einem Stick oder beziehungsweise mit einem Inbetriebssetzung Computer ziehen wir die Daten der Blackbox des Zuges. Und lesen wir schon, was sind da die Störungen, Meldungen, die behoben würde, damit dass wir ordnungsgemäß entweder ein einfach Plug and Play tauscht, das Element machen wir ein neues, oder gehen wir weiter in der Tiefe, um die Ursachen des Problems zu erkennen und zu behoben. Was ist für Sie der besondere Reiz, hier zu arbeiten mit diesem neuen Werk an diesem Standort? So, ich bin tatsächlich letztes Jahr von der Schweiz nach Deutschland zurückgezogen. Ich bin deutsch-französisch geboren, so beide Sprache erzogen. Die Besonderheit ist tatsächlich, dass wir dann die, die Mitarbeiter in eine neue Ära schaffen. So, Cottbus war ich hier. Ich hatte tatsächlich mein erstes Arbeitsangebot in 2003 hier in Cottbus. Kenne ich den Werk seit mehr als 25 Jahren, weil ich auch in Sachsen gearbeitet früher. Und wir müssen von den ehemaligen Dampflok zu Diesellok jetzt zu die weiße Flotte des Deutsche Bahn Konzern. Und dafür brauchen wir einen kompletten Anblick.
da drüben sind deutlich mehr Technik in der Tiefe, hier ist mehr Präzision verlangt. Und natürlich ist hier auch immer dieses große Sicherheitsrisiko natürlich auch. Also nicht Risiko, aber der Sicherheitsaspekt spielt natürlich eine Riesenrolle. Ne? Das ist ja eine hohe Verantwortung, die hier jeder Mitarbeiter trägt, oder? So, ja, der Sicherheitsaspekt. Dafür haben wir einen langen Path in Qualifizierung von jedem Mitarbeiter oder jeder Bausteppe, wo alle, was gemacht werden muss, zugelassen sein mit Zulassungsschein, der ein Mitarbeiter erteilt bekommen hat, wenn er arbeitet. Die zweite ist natürlich der Betriebsfahrt, wo wir tatsächlich auch Hochgeschwindigkeit mit einer Notbremsung auf 300 km/h prüfen können, dass der Zug ordnungsgemäß hält. Aber dann müssen Sie runter am Gleisbett die Bremsscheibe messen mit einem Temperaturlaser und dass der Zug eigentlich erfüllt alle seine Qualifikationen, können wir den Zug wieder in Betrieb setzen für die freie Fahrt. Und diese Bremstests zum Beispiel, die machen Sie auf der Strecke nach Richtung Leipzig? Ja, ja, es muss natürlich in Realkondition, so wie Simulierung, tatsächlich eine Notbremsung während der Fahrt, was eventuell passieren kann, während einer normalen Dienstfahrt. Weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Ich danke Ihnen, willkommen zurück. Dankeschön.